Halbwertszeit und Zerfallskonstante stehen in einem direkten Zusammenhang miteinander, der sich aus der Zerfallsgleichung ableiten lässt. Die Zerfallsgleichung habe ich schon mal hier hingeschrieben. Das ist n von t ist gleich n0 mal e hoch minus lambda t. Lambda ist die Zerfallskonstante, t ist die vergangene Zeit, n ist eine bestimmte Menge. Und zwar die Menge des Isotops, das zerfällt. Also haben wir vielleicht Samarium 147, das zerfällt. Das hat eine bestimmte Anfangsmenge, das ist hier n0. Und dann hat es eine noch vorhandene Menge nach einer bestimmten Zeit. Und die Halbwertszeit bedeutet jetzt, dass das ist die Zeit, nach der die Hälfte der Anfangsmenge zerfallen ist. Das heißt, wenn die Anfangsmenge 1 ist, also ich kann hier eine 1 reinschreiben oder ich kann die einfach auch ganz weglassen, dann ist die Hälfte dann zerfallen, wenn eben nur noch die Hälfte von 1 da ist, das heißt, wenn die nur noch 0,5 da ist. Und damit haben wir hier eine Gleichung stehen, die wir lösen können, und zwar so, und zwar nach der Zeit lösen, denn wir wollen ja wissen, zu welchem Zeitpunkt nur noch diese Hälfte vorhanden ist. Also schreibe ich hier hin solve, dann möchte ich lösen nach t, führe das Ganze aus und habe hier das Ergebnis. Und das ist jetzt das Ergebnis, das ist t, und zwar das t, nachdem nur noch die Hälfte der Anfangsmenge vorhanden ist, das heißt, das ist die Halbwertszeit dieses t. Und diese Halbwertszeit ist gleich 0,693147 durch Lambda. Also wenn ich hier t 1/2 hinschreibe, dann ist das gleich das hier durch Lambda. Und diese Zahl hier oben ist jetzt, wenn man das einmal nachschaut, der natürliche Logarithmus, der in Mathematik mit Log geschrieben wird, von 2. Hier muss man damit meine Zahl rausbekommen, das so hinschreiben. Und das ist jetzt genau diese Zahl. Das heißt, hier oben steht nichts anderes als der natürliche Logarithmus von 2. Und damit ist die, wenn ich es jetzt in gewohnter Schreibweise schreibe, so, ist der Zusammenhang zwischen Halbwertszeit und Zerfallskonstanten der, dass die Halbwertszeit ist gleich natürlicher Logarithmus von 2 geteilt durch Zerfallskonstante. Oder man kann das Ganze natürlich auch umschreiben. Man kann hier t1/2 hinschreiben und hier auf die linke Seite Lambda, das ist identisch, also die Zerfallskonstante ist gleich natürlicher Logarithmus von 2 geteilt durch die Halbwertszeit. Das ist der Zusammenhang Halbwertszeit, Zerfallskonstante, und man kann den direkt aus der Zerfallsgleichung ableiten.